So, hallo Leute, ich bin euch noch ein Video schuldig von gestern, habe ich angekündigt. Das Messer gestern hat mich ja zum Verzweifeln gebracht. Ich habe das dann nochmal umgeschliffen auf 15 Grad, aber die Schneide hat laufend Ausbrüche gekriegt, weiß auch nicht warum. Aber das werden wir irgendwann noch klären. Ich hatte ja dann auch zwei Messer dabei. Eigentlich wollte ich das hier gestern auch noch auf der Ermac schleifen, aber ich habe mich ja da über das eine Messer so geärgert, dass ich das andere gleich hinterher geschliffen habe, ohne ein Video zu machen. Und das, also Leute, ich kann es noch. Also es ist nicht so, dass ich es nicht mehr kann, sondern das war einfach dem Messer geschuldet, wo ich auch nicht wusste, was das jetzt für ein Stahl ist und. Vielleicht hat der YouTube-Zuseher, der mir die Messer geschickt hat, der hat die ja selbst gemacht, vielleicht hat er auch beim Anlassen Fehler gemacht oder beim Härten Fehler gemacht, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Das Messer schneidet zwar, aber es hat immer wieder Ausbrüche in der Schneide. Und ich wollte da jetzt nicht noch mehr drauf rumschleifen. Was nützt das? Je mehr ich wegschleife, dann kommen halt weiter hinten die Ausbrüche. Also, so, Ermac 10. Wirklich super geeignet für alle, die problemlos schleifen wollen. Leute, wenn ihr zu Hause eure eigenen Messer schleifen wollt oder die von euren Nachbarn oder von euren Bekannten, da braucht ihr keine riesen Maschine, da tut so ein Gerät absolut. Vor allen Dingen habt ihr halt auch keine Probleme, wenn es solche Bogen gibt und so. Ihr werdet immer die gleiche Schneidphase haben. Übrigens, morgen fahre ich nach Prag und hole 25 solche Maschinen wieder. Ich habe weitaus mehr Vorbestellungen, ich weiß das, aber ich fahre dann wahrscheinlich eine Woche oder 2 Wochen später nochmal. Und hol dann noch mal einen Schwung. Also das kriegen wir schon hin, da kommen wir jetzt aufs Laufende. Und dann gehen wir das Ding mal an. Ich werde das so kurz wie möglich halten, weil das ist erstens mal kein dicker Stahl und der ist, glaube ich, auch nicht allzu hart. Deswegen gehen wir da kurz mit dem 80er dran und legen hier einfach mal eine Schneidkante an und dann geht das ruckzuck mit den anderen Steinen drüber und fertig. Also, ich habe zu dem Zweck habe ich schon mal ein paar Tropfen Öl auf mein CBN80 gemacht und jetzt legen wir einfach mal los. Ich werde also so lange schleifen, bis ich einen Grat habe. So, ja, hier an der Seite habe ich so eine Grad-Tabelle und hier habe ich jetzt 15 Grad eingestellt. Ich muss das mal noch kurz feststellen, deswegen hat der Tisch gerade so gewackelt. 15 Grad habe ich eingestellt und die schleife ich gleich. So, einmal noch einen schnellen Zug über die andere Seite, dass der Grad weg ist und dann können wir loslegen. Ja, wunderbar. So, das soll es gewesen sein mit dem CBN 80. Meine Schneide steht, meine Schneidkante steht. Jetzt mache ich eine ganz kleine Pause und mal eben einen Kaffee trinken und dann komme ich wieder. Und so, da bin ich wieder. Schön Kaffeepäuschen gemacht. Die mich kennen, eine geraucht. Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ein Laster muss man haben. Die E10 war ja jetzt wirklich 3 Monate eigentlich nicht lieferbar. Ja? Ich bekomme morgen 25 Maschinen, die hole ich ab in Prag. Morgen bin ich also auf der Strecke nach Prag unterwegs. Wenn jemand will, kann er ja gern mal winken. Übrigens hole ich dann auch so ein paar von den Ständern hier, die auf der Maschine befestigt werden können, beziehungsweise aufgelegt werden können. Dann ist der Arm aufgeräumt. Das kann aber jeder halten, wie er möchte. Das ist genauso gut. Und der Arm ist automatisch dabei. Der magnetisch ist automatisch dabei. Und 99% aller Leute kaufen auch den Klammertisch dazu. Weil du brauchst im Prinzip beides. In dem Moment, wo ich jetzt ein ganz schmales Messer hätte oder so, komme ich mit der Klammer nicht mehr hin. Einfach aus Gründen der Physik. Der Physik, der Geometrie.
weil ich ganz einfach dann irgendwann mit dem Stein an der Klammer anstoßen würde. Ja? Und das passiert mir mit dem magnetisch natürlich nicht. Klammertisch, magnetisch sind für mich eigentlich ein Muss. Die CBN-Steine sind ja auch ein Muss. Und ich für meinen Fall würde immer auf jeden Fall die Boridesteine auch dazu nehmen, weil es gibt einfach Stähle, die schleifen sich mit dem normalen Stein deutlich besser wie mit den CBN-Steinen. Nicht schneller, aber besser, einfach vom Schliffbild her und so. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt nehmen wir den CBN 100. Den habe ich übrigens mal mit diesem Gummi sauber gemacht hier, dieser Reiniger für CBN-Räder und für Schleifbänder und so weiter. Dieses Reinigungsgummi. Und deswegen sieht er aus wie neu eigentlich, ja. So, nochmal, da kommt auch ab und zu die Frage, ja, was kann ich denn da für Öl nehmen und so weiter. Hey, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt Ballistol nehmen, ihr könnt alles Mögliche nehmen. Wie auch immer. Das spielt keine Rolle, das ist nur wegen Gleiten. Ihr könnt das auch trocken schleifen, wenn ihr wollt. Ich schleife nur nicht trocken, weil ich den Schleifstaub nicht einatmen will. Ihr könnt auch Wasser drauf sprühen. Nur solltet ihr die Steine dann nach dem Schleifen einfach kurz sauber machen und wieder abtrocknen, weil sonst kriegen sie so ganz an der Seite solche leichte Rostpickelchen da. So, ja. Das juckt zwar überhaupt nicht, also auf der Schleiffläche passiert gar nichts, aber trotzdem, ich meine, das ist ein bisschen unschön. Aber wenn nicht, hätte ich ja hier meine Rostradierer. Da kriegt man das dann wunderbar wieder mit weg. Die werden wieder spiegelblank. Wie auch immer, wir sind für alles gerüstet. Okay, Leute, jetzt gehe ich mit dem 100er einmal vor und zurück von beiden Seiten und dann gehe ich gleich auf den 200er. Wenn ich mit dem Stein fertig bin, werde ich auch den Winkel etwas verändern, ein bisschen steiler machen. Das kann sein, ich komme dann nachher bei 16 oder 16,5 Grad raus. Das spielt mir bei dem Messer keine Rolle. Ich will eine standhafte Schneide. Und ich tue sie praktisch ein kleines bisschen konvex schleifen dabei, aber das macht nichts aus und mein Grat wird nicht so groß, der wird besser abgenommen. Also, ich mache 100er vor und zurück, einmal jede Seite und dann hören wir uns wieder. So, vor und zurück mit dem 100er ist passiert. Ich habe hier überall wunderschön ein Grat und jetzt wechsle ich den Stein und dann gehen wir weiter auf den 200er. So, das war der CBN 800 und jetzt gehen wir noch rüber auf den 1200er. Der 1200er, den habe ich von einem Kunden zurückbekommen. Der hat gesagt, der ist rauer wie der 800er. Das konnte ich so nicht bestätigen, aber, und da muss ich ihm recht geben, wenn man sich den Stein anschaut, das kann ich jetzt hier so nicht so ganz rüberbringen, man sieht Frässpuren dadurch, durch die Beschichtung durch, weil die Beschichtung von dem 1200 ist ja so hauchdünn und so fein, dass ich da wirklich das Metall, was vorher, die Frässpuren, die kann ich durchsehen. Und wenn das nicht absolut hundertprozentig sauber gefräst war, dann meint man, dieser Stein wäre rau, schon rein optisch. Ich muss mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ich
weiß gar nicht, ob das geht. Ich halte ihn mal. Ich drehe den einfach mal ein bisschen. Vielleicht sieht man es. Hier speziell an der Ecke, da sind solche Frässpuren zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Auf jeden Fall habe ich dem dann meinen CBN 1200 gegeben, den ich auch für zwei, drei Messer verwendet hatte. Ich glaube, zumindest habe ich kein negatives Feedback mehr bekommen, dass er zufrieden ist damit. Und also wie gesagt, ich habe da gar keine Probleme. Ich kann mit dem jetzt zu Ende schleifen. Aber nicht vergessen, nochmal 10 Minuten nach rechts. So. Dann habe ich nachher auch, also ich fühle hier nur noch einen ganz, ganz kleinen Grat, den kriege ich mit den Lederriemen, also mit den Hängeledern weg, weil ich möchte da gar kein Bohai machen. Das ist ein Kochmesser und das soll einfach nur scharf sein. Wir legen da keinen Wert auf Spiegelfläche oder sonst was. Ich könnte natürlich jetzt mit einem belgischen Brocken drüber hüpfen. Das ist aber bei so einem Stahl eigentlich, ja, du kriegst einen weichen Stahl, kriegst du gar nicht, kriegst schon auf Hochglanz, aber du arbeitest eher ewig dran. Und das will der Kunde ja gar nicht. Dem seine Intention war einfach nur, sei bitte mal so nett und mach die Teile scharf. Und das mache ich jetzt gerade. So, mit dem 1200er bin ich auch fertig. Was ich dann mache, wenn ich mit dem 1200er fertig bin, weil ich ja das nicht mehr weiter bearbeite, also nur noch über meine Hängeleder, ich gehe her und ziehe noch einmal die ganze Schneidenlänge, weil auf der Seite ist ja jetzt eigentlich der Grat. Ja, obwohl da auch nicht mehr viel Grat ist. Ja. Ziehe jetzt einfach einmal komplette Länge. Dann tue ich mich gleich auf meinen Ledern viel leichter. Das gleiche mache ich jetzt noch von der anderen Seite. Ohne Druck, einfach nur drüber ziehen. So, das soll es gewesen sein. Dann drehen wir es mal wieder um. War ein bisschen sauber. Ja, ich spüre jetzt auch kein Grat. Ich mache das mal kurz auf. Dann kann ich euch vielleicht mal kurz die Schneide zeigen, bevor ich dann rüber renne zu meinen Hängeledern. So, kann man die einigermaßen sehen? Ja, denke ich mal. Warte mal, das brauchen wir auch nicht mehr. Können wir wegmachen. Ich habe da ein einfaches Maler-Tapezierband drauf gemacht, weil es ging ja nur darum, das Messer vor Kratzern zu schützen. Das musste ja sonst nichts machen. Na komm, aber jetzt wehrt sich es gerade ein bisschen. Das wollen wir doch nicht. So. So, dann können wir das Messer einfach mal kurz grob ein bisschen sauber machen. Ich mache das nachher nach den Hängeledern, mache ich es richtig sauber. Jetzt schauen wir mal, ob man da was sehen kann. Kann man die Schneide erkennen? Ja, ich glaube schon, ne? Also das sieht zumindest mal schon mal ganz gut aus. Ich mache mal einen Rohschnitt. Ihr wisst selbst, da ist jetzt noch ein Grat dran, aber ja. Das ist jetzt nur nach dem CBN 1200. Ja? Wenn ich jetzt noch über meine Leder gehe, und das mache ich jetzt gleich, dann schauen wir auch mal auf den Besttester, was wir da gekonnt haben. Beziehungsweise ich kann auch jetzt kurz auf den Besttester gehen. Das kann ich mal machen. Dann schieben wir das mal beiseite wieder. So, machen wir hier ein bisschen den Müll weg. Übrigens, wenn ich immer hier so rüberschmeiße meinen Müll, da drüben steht eine Kiste. Da ist mein Müll drin. Ja, also nicht, dass ihr denkt, ich schmeiß das Zeug da in meiner Werkstatt rum und so nach dem Motto, meine Frau muss dann kommen und wieder aufräumen. Nein, absolut nicht.
diese kleinen Faden vom Besttester, die lasse ich auf den Boden fallen, bin ich ganz ehrlich. Aber hier wird sowieso immer wieder gesaugt. Ich habe hier einen Teppichboden drin, also was soll das? Die sieht man nicht und die jucken auch niemanden. So, jetzt gehen wir hier mal, zack. Also ich erwarte mir jetzt hier keine Wunderdinge, aber ihr habt gesehen, schneiden tut das Ding schon einwandfrei. Aber natürlich ist da noch Luft nach oben, sagen wir mal. Ne? So. Ja, 575. Und ihr habt gesehen, wie das Ding schneidet, ne? Guck mal. Das ist also, das schneidet schon richtig gut. Und trotzdem 500 Bass, ja, 575. Da werden wir jetzt gleich eine riesen Überraschung erleben, wenn ich von Hängeledern wiederkomme. Ne? Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, Hängeleder war ich. Was haben wir gehabt? 575. Also das werden wir auf jeden Fall toppen. Also nochmal zur Erinnerung. Nach dem CBN 1200 war Finish und jetzt bin ich aufs Leder gegangen. Ich könnte natürlich jetzt noch eben auf meine Tormek, aufs Rockhard Filzrad, zum Enkraten und so weiter. Aber ich denke mal, für eine Küchenschärfe sollte das allemal ausreichen. Aber ich lasse mich natürlich überraschen und eines Besseren belehren. Aber das brauchen wir nicht. Für die Behandlung mit CBN-Steinen und dann danach aufs Hängeleder. So, und jetzt können wir auch diesen Test nochmal machen. Einmal schnell, von hinten nach vorne, zack. Und jetzt langsam, da hakelt nichts, so wie gestern. So, einfach langsam durch. Da hakelt gar nichts. Und das ist das, woran ich merke, ob mein Messer durchgehend scharf ist, wenn ich einfach durchschneiden kann, ohne dass das irgendwo hängen bleibt. Ja? Auch mit der Spitze vorne. Das funktioniert. Ja? Also, ich denke mal, der YouTube-Zuschauer wird zufrieden sein. Die zwei Messer hier sind einwandfrei geworden. Das Damastmesser, was er selbst gemacht hat, ist nicht gut geworden. Weshalb auch immer, ich hader da mit mir selbst, aber das nützt ja alles nichts. Okay, hat funktioniert, Ermac 10 rockt. Ab nächste Woche gibt es die wieder zu bestellen, so Gott will. Und alles glatt geht morgen. Wünsche euch was, lasst es euch gut gehen, schönes Wochenende, bleibt gesund. Ciao.